Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlenerds. Ja, ihr seht, ich bin hier bei mir im Studio. Es ist ein bisschen unaufgeräumt. Ich habe jetzt gerade ein Tech-Tech-Opening aufgenommen. Und ja, ihr seht, hier haben wir jetzt ein Shakun-Gehäuse. Hier noch ein bisschen Arbeitsspeicher. Hier steht zwar Crucial drauf, aber es ist kein Crucial drin, soweit ich weiß. Das sind einfach nur diese Cases dafür. Ja, dann haben wir hier noch ein etwas älteres Mainboard. Dann haben wir, hoppala, dann haben wir hier noch einen relativ alten Prozessor. Ich glaube, der kostet so um die 20 Euro. Dann haben wir hier ein BeQuiet-Netzteil, das ist übrigens niegelnagelneu. Hier, also da hinten, System Power 9, 600 Watt. Dann haben wir hier eine AIO-Wasserkühlung, hier noch eine 1000 GB Festplatte von Seagate Barracuda. Dann halt hier so ein paar SATA-Kabel und hier noch eine Grafikkarte. Das ist die aus meinem alten Rechner, der mal früher, vor 4 Jahren, so etwas über 4000 Euro gekostet hat. Ist jetzt hier eine Zotac, also von Zotac die übertaktete Variante, die GeForce GTX 780 ist das, glaube ich. Genau, Zotac GTX 780 Amp Edition mit 3 GB Grafikspeicher. Ist jetzt für heutige Verhältnisse nicht mehr so viel vom Ding her, aber ich hatte früher davon 2 Stück auf SLI und in den Rechner hier werden wir jetzt eine rein verbauen, weil das vollkommen ausreicht für das, was ich hiermit vorhabe, weil ich wollte halt eben ein paar von den alten Komponenten, die ich hier habe, noch quasi ja, wiederverwenden, dass die hier nicht so doof rumliegen, und den Rechner stelle ich mir dann wahrscheinlich oben ins Wohnzimmer, um auch da mal Videos schneiden zu können, weil wenn ich fertig bin mit dem Ding, kann man da drauf, glaube ich, auch locker vom Hocker ohne Probleme Videos schneiden. Ja, weil ich wollte halt nicht immer hier unten ins Studio müssen, sondern vielleicht manchmal auch einfach oben im Wohnzimmer, vielleicht auf dem Fernseher oder sowas schneiden können. Und da werde ich gucken, vielleicht hole ich mir noch eine gute Bluetooth-Maus und Tastatur und dann passt das so. Ne? Gucken, wo ich den Rechner dann oben hinstellen kann, dass es auch ein schönes Bild gibt. Aber ja gut, der wird auch so ein bisschen schön grünlich leuchten und so. Ich denke mal, das ist eigentlich vollkommen okay. Und ja, ich mache jetzt heute hier so einen kleinen... ja, so ein bisschen will ich euch mitnehmen, wie ich den Rechner mal ein bisschen zusammenbaue. Ich melde mich zwischendurch mal wieder, um euch dann mal ein bisschen was zu zeigen zwischendurch. So, jetzt erstmal hier den Prozessor reinbauen. Das hier ist übrigens der Prozessor, den ich hier einbauen werde. Ihr könnt es jetzt sehen, hier Intel 09E5620 Intel Xeon Prozessor. 2,4 GHz, 12M. Ja, weil das ist nämlich ein Prozessor, der hat meines Wissens nach 6 Kerne und 12 Threads. Und wir wollen mal gucken, auf was wir den übertakten können, weil 2,4 GHz klingt ja jetzt erstmal so nicht viel, aber wir wollen mal schauen, auf was wir das Ding hier übertakten können. Im Übrigen ist ein gebrauchtes Mainboard und das ist aber, hier seht ihr hier, checked 10.12.2018, ist das schon ein bisschen länger. Hier das Mainboard, also ich habe das schon ein bisschen länger hier rumfliegen. Und hier habt ihr quasi einmal wirklich dann nochmal so einen Schutz davor, dass halt hier die Pins, dass da alles in Ordnung ist. Und wie ihr hier sehen könnt, da ist auch nichts irgendwie in irgendeiner Form ja angeeckt, angedockt oder sonst irgendwas. So, jetzt müssen wir nur gucken. So rum muss er hier rein. Ist das da in der Ecke ein bisschen Wärmeleitpaste? Ja, moin, hier in der Ecke ist ein bisschen Wärmeleitpaste. Die will ich erstmal ein bisschen wegmachen. Da. Das muss ja hier so nicht sein. Sitzt, wackelt und hat Luft. Und jetzt setzen wir die CPU da einfach so rein. Easy, machen das hier runter. So. So, sitzt, wackelt und hat Luft.
So, jetzt haben wir das Mainboard schon mal drin. Die Wasserkühlung hier oben, die AEO-Wasserkühlung, sitzt jetzt auch schon. Ich habe schon hier ein bisschen Wärmeleitpaste drauf gemacht. Hier die schöne MX4 von Arctic. Die kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Die benutze ich immer. Hier habe ich ja auch schon, ne, mit dem Spachtel habe ich das schön hier aufgetragen und dann halt hier eben reingepackt. Die Kabel und so weiter sind halt schon alle nach hier hinten verlegt. Die stehen hier oben schon drin von den, von dem Radiator. Das Kabel habe ich hier hinten hin verlegt und hier vorne die, das IO Shield ist auch schon mit am Start. Und jo, jetzt kommt hier der Arbeitsspeicher rein und zwar, warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz. Kommt drauf. So, sind das drei Riegel hier von diesen Geil oder na gut, doch Geil. 8 GB Geil DDR3 RAM. Stell scharf. Warte, einen Moment. Er stellt es nicht scharf. Egal. Auf jeden Fall 8 GB DDR3 RAM ist das hier von Geil. Ich finde, reicht vollkommen aus. Also man braucht da nicht unbedingt irgendwie DDR4, DDR5 vielleicht sogar schon. Keine Ahnung. Das hier reicht vollkommen aus. Auch für den Videoschnitt und so werde ich hiermit auf jeden Fall zufrieden sein. Ich habe meiner Frau, wie gesagt, mit solchen Sachen auch einen Rechner zusammengebaut. Und das Ding ist auch super. Und vor allem habe ich hier bei dem Mainboard, das ist standardmäßig so nicht dabei, hier noch einen kleinen Lüfter drauf gepackt. Weil das Problem ist, dass hier die, das ist glaube ich die Northbridge, die wird verdammt, verdammt heiß. Und vor allen Dingen, wenn du das Ding übertaktest. Und deswegen habe ich hier noch einen kleinen Lüfter drauf. Und damit hat das, macht das gar keinen, macht das gar nicht so viel aus, dass es da so warm wird. Und dann passt das. So, ich baue jetzt ein bisschen weiter. Erstmal den RAM rein. So Leute, jetzt habe ich das Ding soweit fertig. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Tastatur angeschlossen. Hier oben einen kleinen USB-Stick, wo halt eben Windows drauf ist. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir haben jetzt hier quasi die Grafikkarte, den RAM. Den RAM habe ich übrigens am Anfang falsch montiert. Man muss nämlich achten wegen A0 und so weiter und so fort, ne? Wo welche RAM-Bänke belegt sind. Hier unten haben wir dann die ganzen Ein- und Ausschalter. Hier ist noch ein kleiner Lautsprecher. Hier ist USB. Und das Ding ist, das Case hat einen USB 3.0 Anschluss. Das Mainboard kann aber nur USB 2.0. Deswegen habe ich noch so einen kleinen Adapter, mit dem ich dann quasi die USB 3.0 Ports hier oben als USB 2.0 Ports betreiben kann. Und ich habe jetzt hier hinten den Monitor einfach mal angeschlossen als als Monitor hierfür. Habe einfach quasi, ne, so Dings an. Und jetzt würde ich sagen, machen wir es das erste Mal an. Mal gucken, was er macht, wenn wir jetzt hier einfach nur Strom drauf geben. Gut. Ah, okay. Er geht von alleine an. Das dachte ich mir nämlich schon. Es könnte eventuell sein, dass ich nämlich hier unten die Schalter falsch rum montiert habe. Ist aber jetzt nicht weiter tragisch. So sieht das ganze Ding jetzt quasi soweit schon mal aus. Finde ich eigentlich so ganz hübsch, ne? Auch hier innen drin. Haben wir hier ein bisschen blaues LED, hier oben das Corsair, das ändert so ein bisschen mal die Farbe. Und wie wir sehen können, erkennt er jetzt hier auch schon einiges. Das ist auf jeden Fall immer schon mal gut, wenn er hier was erkennt. Intel etc. pp. This product is recovered und so weiter. Und Windows, das heißt, er kennt den USB-Stick, kennt er jetzt auch schon. Und dann lassen wir das Ganze jetzt mal booten, beziehungsweise ich bin am überlegen, ob ich gleich lieber noch schnell erstmal ein paar BIOS-Settings mache, bevor ich jetzt hier weitermache, und sieht ja schon mal ganz cool aus. Gleich weiter. So, meine Ladies and Gentlemen, ihr seht's, das Ding ist hier einmal an. Das ist der Dings, ich habe mir jetzt auch mal hier Maus und Tastatur angeschlossen, und ihr seht, das kann man jetzt auch hier schon wunderbar bewegen. Ich bin jetzt hier schon mal auf Anpassen gehen und, beziehungsweise nicht auf Anpassen, sondern auf Anzeigeeinstellungen. Und dann sagen wir hier mal 1920 x 1080 beibehalten. Dann sieht das hier auch schon mal wesentlich besser aus. Und wir schauen mal in den Task Manager ran.
rein. Na? Mehr Details, Leistung. Und dann könnt ihr hier ja schon mal so ein bisschen schauen. Hier sehen wir 2,4 GHz. Wir haben, das sind übrigens nur 4 Kerne und 8 Threads. Ich dachte immer, es wären 6 Kerne und 12 Threads, aber es sind 4 Kerne und 8 Threads. Ist auch vollkommen okay. Dann haben wir immerhin einen 8-Kern-Prozessor, den wir später ganz gut übertakten können. Da will ich mal gucken, was wir hier dann an Taktfrequenz hochpushen können. 2,4 GHz ist Standard. Vielleicht kommen wir hier noch auf 3,4 GHz, vielleicht auch ein bisschen mehr. Reicht ja eigentlich auch vollkommen aus. 24 GB Arbeitsspeicher, auch vollkommen tippitoppi. Also ich bin damit soweit auf jeden Fall erstmal zufrieden. Ich mache mich jetzt aber erst nochmal zu meiner Frau ins Krankenhaus. Also ich fahre das Ding jetzt hier einfach mal runter. Also einfach hier, zack, herunterfahren. Sollte jetzt auf jeden Fall herunterfahren, das Ding. Und dann sollte er auch ausbleiben. Genau. Er ist noch ein bisschen laut, weil er halt offen ist. Ne? Aber das ist soweit in Ordnung. Ich werde jetzt hier hinten einfach den Kippschalter ausmachen. Und den Rechner hier, den mache ich jetzt auch erstmal. Den fahre ich hier erstmal herunter. So, dann mache ich das hier oben. Meinen Monitor, den mache ich aus. Hier hinten das noch ausmachen. Weil ich mache mich jetzt erstmal ganz schnell unter die Dusche und danach gehe ich zu meiner Frau ins Krankenhaus, weil die Ärmste ist da die ganze Zeit am Brüten. Was heißt die Ärmste? Aber meine Frau ist halt die ganze Zeit am Brüten und da kann sie auch schon mal ein bisschen Besuch von mir erwarten. Jetzt haben wir 16.29 Uhr. Wenn ich geduscht habe, ist wahrscheinlich 17 Uhr und dann fahre ich los und dann lohnt sich das und dann bin ich noch 3 Stündchen bei meiner Frau. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, euch hat hier so ein bisschen das Bastelei-Video gefallen, was ich euch jetzt hier gemacht habe. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst mir auf jeden Fall mein Abo da, würde ich mich drüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Eventuell mache ich auch noch ein weiteres Video, wo ich euch dann nochmal, wo wir das Ding vielleicht gemeinsam übertakten und so. Und in diesem Sinne, wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, kostet euch kein Geld, bringt mir einen großen Support. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, dem Video ein Like da lassen. In diesem Sinne, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.